Weiter geht's mit Ermikat, der erste der Legacy Edition. Ich zeig natürlich wie immer zuerst die Charaktere. Hier ist einmal Harui. Harui in, an der Koryo Academy. Und Hitagi. Senshu Gahara anscheinend. Also Oikura, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Das Bean Card und naja, wieder ein paar normale Cards. So, dann haben wir Lanky Kong in Barrel Train. Igit oder Igat, wie auf Englisch heißt. Und Dong, auch bekannt als Donkey Kong. Also ist jetzt kein Unterschied, wobei seine Augen sind leicht geschlossen. Und der hat ein Diddy Card. Man wird später noch sehen, warum es das Diddy Card gibt. So, dann gibt es Shrek, der hat keine alternativen Skins, der fährt den GLA. Das Standard SH. Die Speeding Bullet. Okay, das ist cool, aber hat halt ein niedriges Handling. Deswegen kann ich damit nicht umgehen. Und das letzte ist Bowser. Mit dem Dark Bowser gibt es jetzt einen Stylish Dark. Er hat das Piranha Pipes als Card, das Card und eine Super Dash. So. Das war eins zu weit zurück. Diesmal machen wir den Grand Prix. Eigentlich ist jetzt Yoshi dran, nicht? Und der hat ziemlich gutes Handling. Fahr ich mit dem Arcade-Card. Und das ist jetzt der Special Cup und der ist sehr cool. Allein schon wegen, wegen dieser Strecke. Da habe ich auch ein paar Abkürzungen gefunden, aber die sind jetzt nicht so gut. Also ist halt nur minimal. Und ich mag die Strecke wirklich. Allein schon wegen der Musik. Falls jemand fragt, wie die Musik heißt, das, die erste Antwort, die ihr bekommt, müsste stimmen. Zack. Und hier diese eigentlichen, ah, wie heißen die? Diese Sandkakteen. Ich habe keine Ahnung, wie die heißt gerade. Finde ich auch cool, dass es Dogecoins sind. Ich kann ja mal meine Dogecoin-Adresse in die Beschreibung packen. Falls mir jemand was senden will. Viel Spaß. So, jetzt habe ich leider die Abkürzung nicht genommen. Schade. Aber es ist halt wirklich nur minimal. Ich finde Yoshi ist sogar noch einer der besten Charaktere nach Knochentrocken. Ah, schade. Au, warum fahre ich gerade so schlecht? So, kann man hier ein bisschen abkürzen, oder? Nee. Hier kann man nicht abkürzen, okay. Weiter hinten kann man gut abkürzen. War das hier? Konnte man so gut abkürzen? Jedenfalls, man kann halt, wenn man auf so einen Bußstreifen ist, so auf dieses Offroad fahren. Da kann man so abkürzen leicht. Ist jetzt nicht so OP, aber ist auf jeden Fall, wenn man jetzt versucht einen Weltrekord aufzustellen, dann muss man das schon anwenden. Okay, jetzt wahrscheinlich noch nicht, weil es noch keine Weltrekorde gibt, aber man kann sogar online spielen. Das hat bisher bei mir aber noch nicht richtig geklappt, ich wurde mal nach einer Weile gekickt. Leider. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil keiner online ist oder so, aber egal. Ja, ich versuch's mal. Hier so. Ja, dann ist das die Abkürzung, die ich meinte, aber mit Yoshi geht das jetzt nicht so gut. Ah, zack. Hilfe! Nein! Ja, wenigstens kurz vom Bußstreifen, zack. Kann ja mal kurz hier diese Karte zeigen. Ich habe auch überlegt, ob ich den Widescreen-Hack anmache, aber dann hätte ich den unteren Bildschirm nicht einzeln einbauen können. Also ich hätte zwar
hätte zwar den unteren Bildschirm so drüber legen können, aber das fand ich nicht so cool. Ja, ich war diesmal oben lang, weil ich das glaube ich schneller finde. Zack. So, und jetzt als nächstes kommen wir zu der Strecke mit den meisten Secrets. Das wird ganz interessant, denke ich. Melancholic Dystopia ist eine Anspielung auf diesen Anime, den ich in Part 1 erwähnt hatte. Und hier gibt es halt sehr viele Secrets. Ich lasse mal ein paar Leute vor, damit ich vielleicht einen Pilz bekomme. Da ist einer mit Sternen, muss ich aufpassen. Zack. So, jetzt zeige ich es. Hier vorne ist die Abkürzung. Also nicht die Abkürzung, sondern das Secret. Hat auch von der Scheiße. Nein, oh man. Vielleicht wird es. Ich glaube, diesmal. Ah, das ist nicht euer Ernst, oder? Gut, zeige ich es nächste Runde. Zack. Nein, geh weg. Geh weg. Weg. Es gab noch eine andere Abkürzung, da bin ich jetzt glaube ich auch schon vorbeigefahren, oder kam die noch? Nee, die kommt hier. Keine Abkürzung mehr. Ich sag immer Abkürzung, aber das ist eigentlich ein Secret. So kann man hier so drüber fahren. Finde ich ganz cool. Und hier kann man nicht wirklich Großes machen. Ich hatte auch probiert, hier so, ob man hier so drüber springen kann mit Drift Boost oder so. Oder halt mit Goldpilz, aber es funktioniert nicht. Ah, Junge. Also ich kann den Goldpilz eigentlich mal einsetzen, oder? Zack, zack. Au, warum springe ich mal gegen die Bäume? So, diesmal habe ich schon wieder einen Goldpilz. Vielleicht schaffe ich es dieses Mal. Diesmal kommt kein... Ein Buhu, der mir mein Item klaut oder so. Was mache ich denn? Komm, komm, ich muss. Ach, Junge. Warum? So was mit Driftboost probieren. Ich probiere es einmal mit Driftboost und wenn es dann nicht klappt, mach es in der nächsten Runde. Ach, jetzt geht's. Hier kann man halt so auf dem Sportplatz sein Unwesen treiben. Was ich hier auch cool finde, ist. Also, ich zeig's später. Hier ist noch ein kleines Volleyballnetz. Hier hinten geht's doch gar nicht lang. Da muss ich zurück. Zack. Und zwar dieses Tor, da kann man nämlich. Hier gibt es irgendwie keine Kollision. Also schon, aber irgendwie keine, die mich zurückwirft. Weil es langsamer macht, deswegen kann ich hier die ganze Zeit so dagegen fahren. Das finde ich ganz cool. So. Das war's dann auch schon mal den Secrets auf der Strecke. Ach toll. So was passiert noch mehr. Danke. Ich werde ja noch erster. Die Karts werden ja langsamer, wenn ich auch langsamer bin. Wobei ich bin jetzt zwar schnell, aber ganz hinten nicht. Ne, die funktionieren halt so. Das heißt irgendwie Rubber Banding Prinzip oder so ähnlich. So funktionieren die Karts in diesem Spiel. Also die CPUs besser gesagt, nicht die Karts. Vielleicht werde ich ja noch erster oder so. Ja, das sind sehr realistische Ziele, die ich habe. Die Musik ist auch aus diesem Anime.
Mir fällt jetzt der Name des Liedes nicht ein, aber... Zack. Ah, es wird nichts mehr. Ja, ich bin letzter. Na gut, ich hatte auch zu großen Abstand nach hinten. Ah. Zack, los, komm. Na gut, bin ich zufrieden, Matt. Zack. Immer noch Dritter. Naja. Geht klar, denke ich, oder? Grandside. Okay. Ich verstehe irgendwie die Anspielung hinter diesem. Hinter dieser Strecke nicht. Ich weiß nicht, ob das überhaupt eine. Irgendein Meme ist oder ob das einfach nur eine Strecke ist. Die halt cool sein soll. Kein Item, Leute. So, die Abkürzung nehme ich nächste Runde. Oder in irgendeine andere Runde. Ich könnte eigentlich mal auf den Pilz sparen, damit ich die gut nehmen kann. Ja, also mich rückfallen lassen und dann. Aber stopp nicht. So, kann man hier. Wenn man hier drauf fährt, wird man langsamer, aber hier wird man wiederum schneller. Weswegen man hier auch driften kann. Und wenn man ganz gut ist. Natürlich kommt das Ding jetzt von vorne. Und wenn man ganz gut ist, dann kann man da da durchdriften und braucht nicht mal Pilze dafür. Das war gemein. Vielleicht schaffe ich es diesmal. Nein. Was gibt's hier für Items? Alles Mögliche. Hätte ja sein können, dass es wie bei dieser DK Alpin-Strecke ist. Ach Junge! Ich bin so schlecht. Es tut weh. Es tut weh, das anzuschauen. Irgendwie tut langsam mein Daumen weh vom ganzen Snaken. Ich glaube, das ist gar nicht mal so gesund. Ach man, ich soll es einfach lassen. Ja, das ist jetzt die letzte Runde. Schade, das geht wahrscheinlich schon mit Knochen trocken hier. Dass man hier durchkommt. Was passiert denn? Oh Leute, ich habe jemanden überrundet. Cool. Ah, das wäre zu nice gewesen. Das wäre zu nice gewesen, wenn ich jetzt den Pilz so genutzt hätte, dass ich dem Arwing ausgewichen wäre. Aber das ist leider nicht passiert. Und jetzt die Rainbow Road. Hier gibt es auch keine Abkürzungen. Zumindest keine unbeabsichtigten Abkürzungen. Aber ich lasse mich überraschen. Zack. Was war das? Ich hatte zwar sowas geplant, so ein bisschen da so an der Seite lang zu springen, aber dass ich da außerhalb dann bin, das hätte ich erstens. Damit hätte ich erstens nicht gerechnet und zweitens hatte ich das auch nicht so geplant und ich bin schlecht. Zack. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es so eine Mischung aus den verschiedenen Rainbow Roads, wie zum Beispiel diese Gesichter da außen. Das hat so ein bisschen dieses. Das hat so ein dieses Mario Kart 64 Rainbow Road Feeling. Und halt dieser Mond, der da hinten irgendwo ist. Ah, okay, auf der Karte sieht man es jetzt nicht. Okay, das wäre fast gut gewesen. Hätte ich mich dann an dieser Treppenrampe nicht aufgehangen. Die Musik ist ist aus Mario Galaxy übrigens. Ich freue mich auch auf diese Beta 2 dann, falls die irgendwann kommen sollte. Das dauert natürlich lange, denke ich.
Die hat auch eine Weile gedauert, diese Legacy Edition. Ich glaube, diese Beta 1 war von 2015. Und dann halt die Beta 1 Legacy Edition kam halt 2019. Aber das beansprucht auch viel Arbeit. Und wenn man halt nicht dafür bezahlt wird, dann dauert es halt auch länger. Oh shit, Junge, das war knapp. Zack, komm. Ach, schade. Vielleicht kann ich da sogar drüber springen, das ist ja cool. Au, hä? Was war das denn? Ich hab nicht mal einen Boost bekommen. So, wie sieht's mit meinem Abstand aus? Scheint ganz gut zu sein. Na, schade. Ah, komm. Hier springt man irgendwie so komisch, man bremst so leicht ab. Das liegt aber daran, weil man sonst hier so drüber fällt, wenn man zu hoch springt. Das ist möglich, ich hab's schon ein paar Mal geschafft. Wahrscheinlich ist es sogar beabsichtigt, dass man dabei so ein bisschen abbremst. Weil sonst würde es auch passieren, wenn man nicht komisch fährt wie ich. Okay, dort kann man locker drüber. Bowser, was machst du hier? Der ist letzter, nicht? Ja. Komm, in der Luft! Ach, jetzt wäre es cool gewesen. Ich will mit Bowser noch überrunden. Ach, schade. Schade. Und diesmal bin ich nicht mehr Erster. Ach, naja. Bestimmt E-Rang. Ja, gut. War jetzt auch nicht so gut gefahren. Jetzt kommen die Credits. So, mal sehen, ob die groß verändert wurden. Wurde das verändert? Ja. Ich werde auch den Kanal des Erstellers in der Beschreibung verlinken. Also falls irgendjemand auch diesen Hack näher verfolgen will. Da ist der YouTube-Kanal des Erstellers. Und da kann man auch so ein paar... Da kriegt man auch so ein paar Previews zu... Beta 2. Also das könnte ganz interessant werden für jeden, den dieser Hack interessiert. Ich hatte auch Beta 1 gespielt, die war noch ziemlich verbuggt. Von daher habe ich jetzt erst diese Legacy Edition Let's Played. Ich wollte eigentlich auf den vollen Release warten, aber diese Legacy Edition. Also Beta 2 wird sich wahrscheinlich in einigen Belangen ändern. Zumindest werden viele Strecken rausgestrichen. Von daher ist es ganz gut, wenn man hier diesen Verlauf mal so hat. Also diese Veränderung dann. So, ich weiß jetzt nicht, wie lange das noch geht. Wenn es zu lange geht, dann schneide ich es raus oder so. Ich kann natürlich auch speeden, aber man muss den Erstellern ja auch ihren Credit geben. Oder man kann es überspringen. Ja gut. Das ist auch ein schönes Bild. Ja, und das war's dann auch. Erstmal mit den Nitro Cups. Beim nächsten Mal geht's mit den Retro Cups weiter. Und die sind auch wirklich retro. Also keine neuen Strecken, sondern Remake der Strecken.
Also dann bis zum nächsten Mal.